Okay Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Es haben sich viele gewünscht, dass wir mal die Getränke testen, dass wir mal so ein Video drüber machen, wie wir die Getränke finden. Wir haben ein paar exotische Sachen eingekauft, habt ihr davon gesehen bei Walmart. Ja, also wir werden auch nach und nach, ihr werdet jetzt nicht sehen, hier, es gibt die und die Getränke, sondern wir werden ein bisschen überrascht. Ja, fangen einfach direkt an. Ich habe hier ein Weinglas. Weil es eine exquisite Weintestung ist. Das hatten wir letztens schon. Und zwar ein Rootbeer. Rootbeer? Was gibt's nicht bei uns? Aber du musst sagen, das ist kein Bier. Es ist kein Bier. Ist es Alkohol? Nein, ich weiß auch nicht, was es ist. Das riecht nach Weihnachten oder irgendwas Weihnachtsliches. Ja, schön. So ein Weihnachtspunsch oder sowas. Oder wisst ihr, soll ich das riecht nach Listerine. Bitteschön. Nee, das riecht ja, nach er hat recht, es riecht genauso wie Listerine. Mundspülung. Ja, Mundspülung. Oder es ist einfach Mundspülung, ja. Sind denn das am besten geschmeckt so in diesem Laden? So wie süße Mundfüllung. Hat nichts mit Bier zu tun. Ich gebe den ganzen eine 3 von 10. ich gebe den eine 2 von 10. Ne? Ich würde mir das niemals bestellen. Ich habe mich gerade ohne Witz. Das war grad, ich habe gezwungen. Ich habe runtergeschluckt und es hat mich so. Das schmeckt wie Listerine 1 zu 1. Also ich würde dem so eine außer eine 3 geben. Das ist schon fatal. Das ist wirklich fatal. Sag mal, was ist das? Ich gebe 2. Zeig 3,5. Okay, also Rootbeer kriegt noch mal rum. Olipop, Strawberry Vanilla. Das hat sich Eidos gewünscht. Er hat das letztens getrunken. Er meint, es war gut. Na gut, trusted jetzt. Ich hab das letztens auch. Boah, ich weiß, wie das schmeckt. Das haben wir bei den Fischigsagen geholt. Das sind nach Erdbeerkuchen. Ja. Ein bisschen mit so roten. Das sieht gar nicht cool. Okay, hab ich jetzt gehofft. Das sieht doch nochmal cool. Ich kenne das, ich hatte das bei den Frühstücksabend. Ja, doch, das ist nicht so schlecht, wie ich dachte. Ja, doch, es geht halt nicht. Aber man dachte, ich kotze vielleicht. Ich kriege eine 4 von 10 von mir. Ich kriege von mir auch eine 4. Eine schlechte Erdbeerbrause. Es gibt von mir eine 3,5. Das schmeckt. Digga, Elders. Ich sag 7 von 10. Elders, wollte das kaufen? Ich meinte, okay, wir machen es rein Getränkewerten. Das schmeckt doch nicht mal nach Erdbeere, das schmeckt wie so ein. Wie eine schlechte Erdbeerbrause. Nein, wisst ihr, wie ich finde, das schmeckt? Das schmeckt wie diese Chupa Chup. Diese, ja, aber ganz schlecht. Es gibt sogar diesen Erdbeeren mit so weiß. Genau. Rot-weiß. Der schmeckt scheiße. Ja, ich finde, das schmeckt gut. Ja. Ich gebe meinen Dings aus. Das ist ein Erdbeeren. Ich sag, es wird noch ein Kotzi bei mir heute. Ich gebe 6 von 10. Schmeckt. Ich sag 7. 6 von 10. Ich sag auch 3, Digga. Geh mal kurz weg vom Kohlensäure. Wir probieren mal Vitamin Water. Nach diesem Video habe ich Diabetes. Das ist amerikanisches Vitavate. Bloß halt ungesund. Bei amerikanischen Getränke allgemein sind todessüß. Die übertreiben richtig. Weißt du, wie das riecht? Bei mir gibt es halt einen Kotzi. Das riecht wie Powerade. Vor allem, wir haben vorhin schlechte Rings gegessen. Heute war ein fataler Tag vom Essen. Das riecht wie aus Hot Exotic und Kohlensäure. Oder so, ja. Das ist gut. Mhm. Das ist gut. Mhm. Das ist gut. Ich gebe eine 8. Ja, das überrascht mich gerade, dass es gut ist. Also das ist auch nicht zu aussehen. Ist auch nicht so künstlich. Ich finde das schon eher künstlich, muss ich sagen. Ja, die anderen Sachen schmecken so richtig übersüß. Ich schwöre, Himbeere, Vitavate schmeckt besser. Also ich finde es auch ganz okay, aber ich finde, das ist schon sehr süß. Du, ich hab mehr künstlich. Ich habe süßer erwartet. Also du gibst eine 8, ich gebe eine 5,5. Oha. Ich gebe eine 7, man kann das schon trinken, ja. Ich gebe auch eine 7. Ich sage auch 7. Aber das ist nicht halbes und nichts Ganzes, Digga. Das hat 100 Kalorien, das ist nicht so wenig. 100 Kalorien, da hole ich mir lieber. Ja, da hole ich mir lieber für 100 oder 200 Kalorien so eine Fanta ein. Die Fanta 200. Da haben wir auch ein bisschen gutes Gewissen. Aber in Amerika ist das hier wie Wasser gefüllt. Weißt du, wie viel Gramm Zucker da drin ist? Ich sag, hier sind 10. 26. Ich weiß nicht, was das wird. Arizona. Die gibt's nicht bei uns. Health and Health. Half Iced Tea, Half Lemonade. Ich glaube, das wäre gut. Iced Tea mit Lemonade. Ich habe nach diesem Video 3 Arme, ne? Ist das eine Kunst oder? Oh, das heißt nicht. Okay, warte mal. Ich sag, das schmeckt sogar. Ey, was ist denn Nachgeschmack? Schmeckt nicht! Schmeckt ein bisschen abgelaufen, der Eistee. Ey, Digga, der ist schon 7-Eleven. Guck mal, ob der abgelaufen ist. Wir haben letztens Bueno geholt, war abgelaufen. Das schmeckt wie eine Frucht, aber. 5 von 10. 4 von 10. Was 4. ist nochmal drin? Oder 2 von 10. Was ist nochmal drin? 2 von 10? Ja, schmeckt Arsch. Also, ich geb dir eine 4 von 10. 4, 2. Ich gebe auch 2. 2 ist übertrieben. Nein. Oder das schmeckt schon Arsch. Also, ich glaube, man muss sich wirklich überlegen, das schmeckt halt wirklich einfach nicht. Also, schmeckt nicht.
Mhm. Nicht dieses kann man machen, weißt du? Dieses so, ja. Weißt du, es gibt so Getränke, sagst du, kann man machen, aber ich finde das wirklich nicht so lecker. Also, ihr müsst wissen, ich habe jetzt nicht, wir waren bei Obermarkt, ich habe jetzt nicht Getränke genommen, wo ich denke, ha, die sind bestimmt eklig, sondern ich habe alle Getränke eigentlich genommen, die es nicht in Deutschland gibt. Bis jetzt schneiden die bodenlos ab. Sieht aus wie Blix von Zoe 101. 0,7er, nee, 1 Liter Flasche, wenn du das trinkst beim Sport, Digga. Was soll das sein? Ist das eine Limonade? Blaubeere, Granatapfel, Eistee. Keine Kunde, oder? Digga, hier wächst die überall ein siebtes Auge. Ich will gar nicht wissen, was da alles drin ist. Oh, das riecht geistkrank, aber. Ist das gut? Ja. Das riecht nach dieser, kennt ihr das früher, diese Zahnpasta, die man gegessen hat? Ja. Das riecht wirklich so. Diese süße Zahnpasta. Contains 0% Juice, weißt du? Da steht es einfach drin. Enthält 0% Saft. Der Ruch ist aber geil. Ist schon sehr süß. Bruder, ein Schmierexperiment. Ich sag, ich kotze heute, ne? Voila, Digga, das ist krank. Ich sag 4,5. Bruder, ich hab grad mehr Chemikalien im Mund als... Das war schon besser. Ja, das war nicht so schlecht, aber das schmeckt halt alles so krank künstlich. Ich geb 5,5. Ich sag auch 5,5. Ich sag 3. Nächstes ist die Fanta. Und das ist unser Zugpferd. Das einzige Getränk in Amerika, was gut ist. Nein, die haben hier schon richtig, also ganz ehrlich, diese ganzen Mountain Dew Sachen, ich weiß nicht, ob du die geholt hast. Da ist ein Mountain Dew. Aber ich hab hier auch schon geile Sachen getrunken. Das trinke ich gerne. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll, weil ich will keine Fanta jedes Mal nehmen, weil es zu viel Zucker hat. Dann Wasser, habe ich Angst, dass es irgendwie Scheißwasser ist. Ja. Also Fanta, ihr seht schon an der Farbe, ist was völlig anderes als bei uns in Deutschland. Ja. Trotzdem drittes Auge. Ich hab meine Zunge guckt, gar nicht gerade. Mit dem ganzen Geschichte. Ja, nicht mal, die schmeckt jetzt so geil gerade. Doch, schon. Das ist Mbappé Gold. Ich gebe der Fanta 8,5. Ja, ich auch. Die ist richtig geil. Die Fanta hier schmeckt wirklich anders als in Deutschland. Ich würde sogar eine 9 geben, aber man hat so im Kopf so ein bisschen, was für eine Kacke drin ist. Aber trotzdem. Ach, das schmeckt richtig gut. Richtig geil. Schmeckt richtig gut. Ich bin null ein Fanta-Trinker. Oder ich sag rein vom Geschmack her ist es eine 9. Ich würde nie Fanta trinken in Deutschland. Ich sag 8,5. Ich gebe 9. Hier seht ihr das erste gute Getränk. Weißt du, wovon ich hier richtig ein Fan geworden bin? Von Dr. Pepper. Dr. Pepper gibt es auch in Deutschland. Aber irgendwie habe ich das nicht so oft getrunken und hier gibt es das überall. Nächstes ist Gatorade. Das sind immer die Sponsoren bei Basketball, NFL und sowas. Die trinken alle so Gatorade, Powerade und halt so Prime. Ich hab bei dem so College. Ich hab Powerade. Nee, das war das im. Lieder, das war voll geil. Fandest du? Ja. Ich finde das auch viel zu süß. Fruit Punch ist auch so ein amerikanisches. Das Problem ist an diesen amerikanischen Getränken, du nimmst es in den Mund und da fallen dir schon fast zwei Zähne ab, weil da so viel Zucker drin ist. Das stimmt wirklich. Das riecht schon so intensiv. Boah, ne. Oder ich das ist Gateway, das, Bruder, das ist bis jetzt das schlechteste Getränk. Mhm. Das schmeckt echt nicht. Bruder, das schmeckt nach Arsch. Digga, das stimmt alles. Oder solide. 5 von 10, sag ich. Das ist halt so Elektrolyte-Zeug, ne? Gatorade, dieses Sportler-Getränk, Digga. Ich weiß gar nicht, wie sie es trinken können. Da ist gar nichts drin, Bruder. Ich denke mal, das ist voll die Scheiße. Ich gebe 5,5. Ich gebe nur 5,5. Ich gebe 5,5. 1. So schön war es nicht. Bruder, das hat einfach nach nichts geschmeckt, aber dann irgendwie nach so Baumrinde oder so eine Scheiße. Digga, vielleicht sind wir noch Baumrinde. Gib auf, ihr Wort 1. Das Grüne haben wir ja bei uns, deswegen das nächste ist 2 Liter Mountain Dew. Red, Code Red, schmeckt nach Kirsche. Oha, Kirsche mag ich. Ich glaube, das ist geil. Kirsche mag ich auch. Kennt ihr San Pellegrino? So Zitronenlimonaden? Auch von sowas bin ich ein Fan, wenn ich sowas trinke. Ich werde mal reinschreiben, ob ihr sowas feiert. Aber so San Pellegrino, sowas mit so ein bisschen die Frucht durchkommt, Kohlensäure, das ist geil. Sagt sie aus wie sein Butler. Bruder, das riecht ein bisschen wie Sprite. Das riecht wie nach. Ja, das riecht wie Kirsche. Das riecht nicht so schlimm. Gebe ich eine 7. Schmeckt die Kirsche, könnte auch eine Kirschfanta sein. Schmeckt auch nicht so übersüß. Nee. Ich gebe eine 7,5 sogar. Ich gebe eine 7. Ich gebe auch eine 7. Ich gebe auch eine 7. Ich sage auch 7. Das ist gut, das kann man trinken, solange man zu Hause ist. Jetzt, dann fülle ich mir mal ein Glas das Mountain Dew. Also ich sag das Bodenloseste wirklich bis jetzt Rootbeer. Man denkt Waschmittel. Ist das Fruit Punch. Das ist auch so ein typisch amerikanisches Ding. Das machen, kennt ihr diese, wenn die so Party, so eine College-Party, so eine Kühlbox, die machen so Eis rein, Zitrone, Banane, frische, Zimt, keine Ahnung was, Wodka, und dann mischen die das dann Eis, Wasser, Eis. Mit so 7, und dann, ja, mit so 7 gleichzeitig. Und das ist Fruit Punch. Das ist Fruit Punch. Das ist Fruit Punch. Nee, das ist das, was da reinkommt. Also ganz kurz, da sind ein Stückchen drin, ne? Nein. Doch, bei mir schon. Boah, ich glaube, das ist richtig hochkonzentriert. Das ist crazy. Da ist alles drin. Apfel, Ananas, Wasser, Kirsche.
War passt. Ja? Mhm. Ich gebe den 6,7. Ja, ist gut. Digga, ich fand das mit das Beste. Also ich würde das. Ich gebe eine 7. Mit 4,5. Ja, ich glaube, ich mache mir gleich wirklich so einen Kasten. Sag 7,5. Ja, Kasten. Zwei Smirnoff. Was? Digga, es sind sogar fast 3 Liter. Ich gebe 8,8. 8 ist ja, ja. Splash Fizz, Raspberry, Blackberry, Himbeere, Schwarzbeere. Weißt du, wie das riecht? Das riecht wie dieser Lutscher mit den grünen Stangen, mit der grünen Stange. Diese für 10 Cent. Diese ganz klassische. Ah, nicht mehr. Yeah. Also, ja, genau. Passt, also ich finde es nicht mehr schlecht. Hm? So schön. Ist gut. Der Konto, oder? Oh, das schmeckt auch nicht so. Auch. Gebe ich eine 7. 6,5, 7. Oder ich gebe 8. Okay. Ich gebe auch, ich gebe auch 7. Ich gebe 6,5. Boah, das ist schon ein B. Boah, das B-Monster. So, ich habe jetzt nochmal 3 weitere Getränke geholt, weil wir waren gerade nochmal ein Video aufnehmen und dachte mir, die sehen auch nochmal gut aus. Zwar zum einen Calypso. Das ist auch, das sieht richtig cool aus. Das sieht richtig lecker aus. Ich weiß gar nicht, wie es schmeckt. Zwar Musti und Eldos öfter getrunken. Ein paar Geschmäcker davon. Das gibt es in Deutschland auch und selbst da ist es so sehr, ja. Also gilt als übertrieben süß. Schon mal cool, dass es so ein Glas ist, finde ich. Irgendwie. An anderen Weinen. Der Name ist auch cool, Calypso. Cooles Design. Ich glaube, da werden jetzt die Meinungen auseinandergehen. Okay. Ich gebe den 6,5. Ich gebe den 7. Das ist auch lecker. Ich gebe auch 6,5. Ich sage auch 7. Süß, aber lecker. Und es riecht ekliger, als es schmeckt. Also es riecht besser als die anderen süßen Sachen. Ja. Ja. Es riecht richtig, richtig süß, aber es geht voll. Und das sieht cool aus. So, wie mir. Dr. Pepper. Yeah. Lieblingsgetränk hier. Jelly Botschaft, bald Placement. Jelly Botschaft, das war Dr. Pepper. Ist halt eine Cola-Marke, ne? Ist Cola mit ein bisschen Kirsche am Ende. Hier gibt es überall, in jedem Restaurant, wo ihr seid, gibt es Dr. Pepper. Ist wie Cola und Fanta in deutschen Restaurants. Gibt es überall. Dr. Pepper schmeckt. Und jetzt kommt die Kirsche. So ein bisschen. Ja, aber ist es wirklich Kirsche? Also ist das wirklich Kirsche? Das ist Kirsche, ja. Oder schmeckt das nur so? Es gibt sogar Dr. Pepper Kirsche Vanille. Hab ich ja auch schon gesehen. Ja, aber ich wollte die Klasse nehmen. Okay, ich gebe eine 8. Ich gebe eine 8,5. Machen wir eine 9. Ich gebe 8. Also die schmeckt echt gut. Das ist Cola? Ist gut. Ich dachte mal, es wäre so einfach Fake-Cola-mäßig, miese Scheiße. Aber das schmeckt gut. Das ist Cola? Aber war da früher nicht so ein Glatzkopf drauf? Das ist nochmal ein Calypso-Getränk, weil das so geil aussah. Warte, gib mir die Farbe. Meine Lieblingsfarbe. So ein Flieder. Lila. Iceland Wave Lemonade. Was? Das riecht wie Multi. Ein bisschen. Ja? Multi. Was Multi? Was ist das? Irgendwas. Bananengeschmack einfach. Ja. Bananen, ja. Flaschen sehen so geil aus, Digga. Erst ist besser. Ich glaube, das wäre cool. Stefan, du trinkst die ganze Flasche. Ganz schmarrn. Ja. Ich gebe dem 5. Ich gebe den 4,5. Ich gebe 6,5. Ich gebe 6. Ich gebe 6. Das war's mit dem Video. Ihr seht jetzt nochmal ein kleines Ranking eingeblendet von den Getränken. Allgemein, man kann sagen, alles ist hier sehr übersüßt, sehr geschmacksintensiv. Ganz anderer Geschmack. Nicht so unser Ding, ne? Wie man merkt, ein paar Sachen mal gut. Fanta sogar besser als in Deutschland, finden wir geschmacklich. Ja, aber allgemein haben die Getränke jetzt nicht so gut abgeschnitten. Ne? Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, schreibt gerne weiter Videoideen rein für kommende Videos aus Las Vegas, aus Los Angeles oder sonst was. Checkt die anderen Videos ab und wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt. Du willst mich mitnehmen? Komm vorbei, wenn du mich lernst, ich bin jetzt 18. Nein, ich schmeiß nur dich raus, ich bin dein Wingman. Check mit Karten auf und was willst du drehen? Mit dem Medien kann ich yeah. Mit deinem Baum. Oh mein Gott. Was ist das? Yeah.